Diese Mercedes-B-Klasse fährt mit einem Elektromotor. Der Strom dafür kommt allerdings nicht aus der Steckdose, sondern wird an Bord erzeugt. Wie das funktioniert? Mit einer Brennstoffzelle. Mercedes arbeitet schon seit vielen Jahren intensiv an dieser Technologie und hat tatsächlich schon mehrere Prototypen wie diese B-Klasse gebaut. Die Brennstoffzelle ist ein geschlossenes System. Zwischen zwei Elektroden reagiert in der Brennstoffzelle Sauerstoff mit Wasserstoff. Durch diese Reaktion entsteht Strom. Viele Brennstoffzellen aneinandergereiht erzeugen so viel Energie, dass ein Elektromotor den Wagen antreibt. Und das sogar relativ flott, denn der Motor der B-Klasse leistet 136 PS. Die B-Klasse von Mercedes ist extrem leise. Man hört nur das Surren des Elektromotors, von der Brennstoffzelle selbst, die unter dem Wagenboden angebracht ist, hört man überhaupt nichts. Das Drehmoment ist mit 320 Newtonmeter sehr hoch und liegt typisch für einen Elektromotor sofort, wenn man das Gaspedal tritt, an. Geschaltet wird auch nicht, es hat lediglich zwei Gänge, einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Das ist es. In den Tanks der B-Klasse haben rund 4 Kilogramm Wasserstoff Platz. Sie werden unter minus 253 Grad Celsius flüssig gehalten. Steigt die Temperatur, würde Wasserstoff gasförmig werden und deutlich mehr Platz benötigen. Mercedes-Benz gibt den Verbrauch mit 1 Kilo Wasserstoff auf 100 Kilometer an. Das bedeutet eine Reichweite von rund 400 Kilometern mit einer Tankfüllung. Das Erfreulichste an der Brennstoffzellen B-Klasse sind allerdings die Abgaswerte. Aus dem Auspuff kommt nämlich nur Wasserdampf. Ein großes Problem der Brennstoffzelle war jahrelang der Kaltstart im Winter. Denn die Brennstoffzelle benötigt eine richtige Temperatur, um optimal arbeiten zu können. Das Problem haben die Mercedes-Ingenieure allerdings inzwischen gelöst. Ein anderes Problem, nämlich die ökologische Bilanz des Wasserstoffs, das ist allerdings noch ungelöst. Die B-Klasse stößt zwar, wenn sie fährt, null Emissionen aus, ist absolut sauber. Allerdings, der Wasserstoff muss aufwendig hergestellt werden, muss aufwendig transportiert werden. Und diese Energie kommt aus Kraftwerken, die heutzutage einfach noch vorhanden sind. Noch dazu ist der Spareffekt gering. Für ein Kilo Wasserstoff zahlt man derzeit etwa 8 Euro. Die Betriebskosten sind im Vergleich zum Benziner also fast gleich. Noch dazu ist das Tankstellennetz in Deutschland noch sehr dünn. Bis die Brennstoffzellentechnik letztendlich in Serie gehen kann, werden mit Sicherheit noch einige Jahre vergehen. Wenn Sie mehr über die Brennstoffzelle und andere alternative Antriebskonzepte im ADAC-Test erfahren wollen, dann schauen Sie ins Internet unter www.adac.de.